an? Ja. Ja, herzlich willkommen. Also ich bin ganz baff, dass nach dem langen Tag so viele dann doch von draußen wieder zurückgekommen sind. Das freut mich sehr. Ich stelle trotzdem nochmal die Damen und Herren neben mir vor. Stellvertretende Ministerin Silvia Löhrmann. Dann Herrn, das muss ich leider ablesen, Aladin L. Magalani. Mafalani, tut mir leid. Er ist Professor für Politikwissenschaften an der Fachhochschule Münster. Ist richtig, ne? Links von mir sitzt der Herr Horst Werner Mayer-Hugge. Es hat sich was geändert, deswegen muss ich jetzt gerade mal gucken. Er ist Präsident der Unternehmer in NRW. Und hier draußen sitzt die Miriam Koch. Sie ist die Beauftragte, die Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Düsseldorf. Ich vermute mal, das ist ein relativ neuer Job. Jetzt waren Sie alle hier den ganzen Tag über. Ich habe so ein bisschen das Gefühl, wir sind ja so unter uns. Haben Sie trotzdem Impulse gekriegt, Frau Ministerin? Ministerin, mein Gott. Haben Sie trotzdem was mitgenommen? Haben Sie Impulse gekriegt? Ist irgendwas, wo Sie sagen können, hey, das nehme ich mit? Ja, nicht nur eins, sondern einiges. Zum einen glaube ich, diese Aufgabe, vor der wir stehen und wo wir alle ein bisschen in Sorge sind um unsere Gesellschaft, weil wir keine Krise der Flüchtlinge haben, sondern weil wir eine Krise haben, wie unsere Gesellschaft damit klarkommt und weil wir angestrengt sein müssen, wie wir unsere Demokratie gut gestalten in dieser veränderten Situation, dass die Demokratie nicht stärker unter die Räder gerät, Wahlbeteiligung und vieles andere mehr. Aber ich habe auch ganz schöne, konkrete Dinge erfahren. Also die Bereitschaft, die große Bereitschaft der Zivilgesellschaft, die da ist. Ich glaube, das ist eine neue Qualität, eine positive Qualität und dass es gut ist, dass wir gucken, wie wir diese Zivilgesellschaft auch strukturell, also auch professionell stützen und stärken, jetzt in der Situation mit den Flüchtlingen, aber auch grundsätzlich. Und dass wir es irgendwie hinkriegen müssen, solche Foren, solchen Austausch, wie wir den hier, Sie haben jetzt gesagt, unter uns, aber wie wir es schaffen, diese Anstrengung, gesellschaftliche Anstrengung, nicht nur in den Systemen, also etwa in der Schule, in der Kitas, in der Kommune, sondern eben in zivilgesellschaftlichen Foren vor Ort auch durchführen, damit wir die Mitte, die so bedroht ist und wo wir um die Mitte kämpfen müssen, dass wir die verbreitern im Sinne unserer Demokratie und im Sinne der Gestaltung unserer Zivilgesellschaft. Und da habe ich einen ganz konkreten, schönen Punkt. Es braucht eine App oder irgendwas, damit die vielen Akteure vor Ort 10 Gründe für die Flüchtlinge und gegen Rassisten bekommen, ganz konkret. Das nehme ich mit in die nächste interministerielle Arbeitsgruppe, wo wir überlegen, wie wir da was Gutes aufbereiten, weil Material gibt es genug und das brauchen wir ganz schnell, damit die Akteure vor Ort gute Argumente haben. Herzlichen Dank, Frau Koch. In Ihrem neuen Posten als Flüchtlingsbeauftragte einer Stadt, Sie sind ja wahrscheinlich da auch reingerutscht. Was ist da auf Sie eingeprallt? Wie sieht Ihr Alltag aus? Was bringt dann so eine Veranstaltung? Was nehmen Sie jetzt mit in Ihren Alltag? Also ich bin jetzt wirklich aktuell gerade ein Jahr Flüchtlingsbeauftragte der Stadt Düsseldorf und die Funktion gab es bei uns in der Stadt vorher nicht. Und ich würde mal allen empfehlen, die Augen zu schließen und sich kurz vorzustellen, womit waren Sie vor einem Jahr und einem Monat beschäftigt? Ich persönlich war nicht mit Flüchtlingen beschäftigt. Mein Leben hat sich seitdem wirklich nicht unwesentlich verändert. Und ich glaube, das geht uns allen hier so. Weil dann kam das Jahr 2015. Und auch als ich das Amt angetreten habe, konnte sich, glaube ich, niemand in der Stadt, im Land, in Europa vorstellen, was das Jahr 2015 bei uns bringen wird. Ich habe ein Jahr hinter mir, bei dem ich mehr gearbeitet habe als je zuvor in meinem Leben, bei dem ich so viele interessante Menschen kennengelernt habe wie noch nie zuvor in meinem Leben, bei dem ich so viel Spaß hatte und so viel Bürgernähe.
Also ich komme so viel reicher aus diesem Jahr 2015 und das, was ich heute hier gehört habe, zeigt mir erneut, wie viel Freude und Spaß diese Aufgabe macht und wie viele Menschen daran beteiligt sind, eben das, was Silvia Löhrmann auch gerade gesagt hat, das zu vermitteln. Es ist keine Flüchtlingskrise. Wenn wir uns die Zahlen wirklich vor Augen halten, dann ist das etwas, was uns nicht überfordern sollte, aber wir haben eben das Problem, dass viele Kommunen, viele Länder, viele Verwaltungen sich viel zu spät auf den Weg gemacht haben. Und das hat in diesem letzten Jahr dazu geführt, dass es Verwerfungen gegeben hat, von denen wir jetzt immer noch, wo wir immer noch dabei sind, die aufzuarbeiten. Aber ich glaube, so langsam kommen wir auch alle mehr in Tritt. Da habe ich doch noch eine Nachfrage. Das klingt ja... Sie sprechen da so begeistert von, das klingt wie ein Traumjob. Ich glaube, das ist es in Teilen auch. Ich darf Sie aber auch zitieren. Sie sagen auch, das ist ein dickes Brett. Wo ist das Brett denn am dicksten? Also am wenigsten Arbeit machen ehrlich gesagt die Flüchtlinge. Am meisten, das dickste Brett, das man bohren muss, ist da, wo wir tatsächlich in Düsseldorf mit einer dezentralen Unterbringung den Leuten manchmal sehr, sehr kurzfristig vermitteln müssen, dass wir jetzt wieder ein Bürogebäude umbauen, dass wir jetzt wieder eine Gemeinschaftsunterkunft errichten, dass wir jetzt wieder eine Zelthalle aufstellen werden. Das sind manchmal dicke Bretter, aber da treffen sich halt Aufgabe und Mensch. Das war immer was, was mir sehr viel Spaß gemacht hat. Diese Infoveranstaltungen sind für mich wirklich ein Genuss im Prinzip, mich mit Leuten auseinanderzusetzen, Argumente auszutauschen und mit denen darüber zu sprechen, über eins meiner Lieblingszitate von Klaus Kleber: Jeder hat ein Recht auf eine eigene Meinung, aber keiner hat ein Recht auf eigene Fakten. Und über die Fakten verständige ich mich immer sehr gerne, dann tauschen wir Meinungen aus. Wir kommen dann am Ende aus so einem Abend sicherlich nicht so raus, dass wir uns alle in die Augen schauen und alle einer Meinung sind, aber diese Abende sind super. Und für alle hat das viel Information gebracht. In Düsseldorf gibt es kein Thema mit so viel Öffentlichkeit, mit so viel Transparenz wie das Thema Flüchtlingspolitik. Und davon profitieren wir jetzt in dieser Situation. Vielen Dank. Neben mir sitzt Horst Werner Meyer Hunke, der Präsident der Unternehmer in NRW. Ich konnte mich mit Ihnen vorher schon ein ganz kleines bisschen unterhalten und Sie haben mir erklärt, Sie machen sehr viel mit Flüchtlingen und sind auch sehr froh, dass es sie gibt. Wie kommt das denn? Ja, nun, das Problem ist einfach auf uns zugekommen. Und wenn man ein Problem hat, muss man es lösen. Und wenn man versucht, ein Problem zu lösen, dann muss man nach Möglichkeiten suchen, wie man es lösen kann. Und da fängt eigentlich der Ansatz an. Ich habe bewusst das Problem wahrgenommen im letzten Sommer. Vorher habe ich natürlich Fernsehberichte gelesen, Zeitungen gelesen, aber nicht direkt das Problem direkt wahrgenommen. Ich bin dann ein bisschen aufgewacht, als meine Frau, die fuhr dann mit ihrem PKW immer in ein Flüchtlingsheim und hat Windeln abgeliefert. Denn das war, am Anfang fehlte die Organisation, zwischenzeitlich brauchen die keine Windeln mehr, sondern die brauchen andere Dinge. Und ich habe mir dann überlegt, was ein Arbeitgeber tun kann. Und wir haben dann im Oktober, im November gleich ein Projekt aufgelegt und muss sagen, das läuft sehr gut. Das haben wir innerhalb von 6 Wochen hingekriegt mit diesem Integrationspunkt der Bundesanstalt für Arbeit oder aus NRW. Das ging rasch, innerhalb von 4 Wochen waren die Hürden alle erledigt. Und wir haben 120 Flüchtlinge gehabt, die wir erstmal in Sprachkurse gebracht haben. Die haben wir in Sprachkurse jetzt gebracht, wo sie den Metallberufen näher gebracht werden, denn wir haben zu wenig Auszubildende. Also hier können wir wirklich was tun. Wir werden das Projekt jetzt doppeln mit einer anderen Region, die auch ein Ausbildungszentrum hat. Also wir haben ein eigenes als Arbeitgeber für 120 oder 130 Jugendliche. Da werden wir jetzt einfach nochmal 30 dazu tun. Wird dann ein bisschen eng, müssen wir ein paar Spinde kaufen, aber das geht. Und das hat auch mit dem Tun zu tun. Man muss einfach was machen. Natürlich stößt man dann gleich auf die ersten Hürden, wenn sie dann nicht zu Behörden gehen. Das machen wir wieder ein bisschen schwierig. Sie müssen den Richtigen finden. Auch da gibt es Leute, die bereit sind mitzuarbeiten. Es gibt aber auch genauso Leute, die muss man erst aufwecken. Das ist auch wichtig. Da muss man einfach ein bisschen anstoßen. Das tun wir auch. Und ich denke, wenn man das ein bisschen mehr tut, Sie sprachen vorher auch, wir haben verspätet angefangen. Das ist ein Nachholbedarf da. Also wir müssen relativ, ich würde sagen, das Wichtigste ist, schnelles Handeln ist jetzt wichtig. Schnelles Handeln, damit der Wille zur Beschäftigung bei den Flüchtlingen und bei den Asylanten nicht nachlässt. Ich glaube, wenn wir die alle 15 Monate einsperren, dann wird es schwierig, dann können wir nichts mehr erledigen. Auch da habe ich direkt eine Nachfrage. Es sind bestimmt ganz viele hier im Saal, die einen kennen, der gerne eine Ausbildung machen möchte, also einen Flüchtling oder jemand, der auch schon länger hier im Land ist.
Wie fängt man das an? Wie findet der eine zum anderen? Oder was sind so die ersten Schritte? Was kann man jetzt jemandem an die Hand geben, die jemand haben, hey, ich will eine Ausbildung machen, unbedingt, ich will mich hier einbringen in dieses Land. Das wollen ja ganz viele. Ja, das ist nicht ganz so einfach, denn Sie müssen dann natürlich die Vorrangprüfung erstmal überstehen. Das heißt also, Sie müssen nachweisen, dass es keinen deutschen Bewerber für die Stelle gibt. Das heißt, wir müssen diese Vorrangprüfung, die alle Parteien noch ein bisschen verteidigen, also ausnahmsweise, aber leider sind Sie nicht überall in der Regierung und können dies nicht ändern. Das ist bedauerlich. Das ist leider so, dass wir nicht überall in der Regierung sind. Herr Mayer, ja, keine Parteipolitik. Nichtsdestotrotz ist die Vorrangprüfung, die muss abgeschafft werden, das muss verhindert werden, dass da, also da rennen wir nicht auch gegen die Gewerkschaft an, das haben wir auch bei der CDU Menschen, die es nicht so schnell wollen, da gibt es bei der SPD Menschen, die es nicht so schnell wollen, aber ohne die Abschaffung der Vorrangprüfung wird nichts passieren. Wir müssen die wegputzen und zwar schnell. Man kann die natürlich so tun, als ob es sie nicht geben würde, das machen manche, aber damit ist das Problem nicht vom Tisch. Und ich denke, das ist ein ganz wichtiger Punkt, einmal bei der Integration, aber auch bei der Ausbildung. Das heißt, Sie haben jetzt die Flüchtlinge in so einem Zwischenstadium, also noch gar nicht beschäftigt oder also die, so ein Trick? Oder wie darf ich nein, das ist kein Trick. Was wir jetzt machen, ist im Prinzip eine Gemeinschaftsarbeit der Landesanstalt für Arbeit, diesem Zentrum, das da gibt und das vor ein paar Monaten eingerichtet worden ist. Das gibt es in jedem Bezirk. Mit denen arbeiten wir zusammen. Wir haben ein paar Aktivisten aus dem Arbeitgeberverband, die das mitbetreuen. Und wir müssen natürlich schauen, dass wir ans Geld kommen. Aber dann geht das. Und das kann man innerhalb von 2 Monaten organisieren. Und die freuen sich? Die freuen sich, ja. Und sind also motiviert, machen, kommen? Natürlich sind nicht alle motiviert. Nicht jeder, der da ist, möchte Deutsch lernen. Wir müssen denen auch klar machen, dass sie Deutsch lernen müssen. Das ist eine Voraussetzung. Das gehört dazu. Also ohne Sprache ist eine Integration nicht möglich. Hier draußen sitzt Herr Professor Mafalani als Professor. Moment, gehen wir mal rüber. Als Professor schauen Sie ja so ein bisschen auf die Dinge. Und Sie sind in Deutschland geboren, Ihre Eltern kommen aus Syrien. Wie erleben Sie im Moment unsere Gesellschaft? Ich nehme an, mit Ihren Eltern reden Sie ja auch darüber, kriegen das ganz anders mit als wir. Können Sie darüber mir mal etwas erzählen? Ja, das ist, glaube ich, interessant, wenn ich darüber erzähle, hilft aber nicht viel weiter. Dennoch ist es interessant, denn meine Mutter hat sich noch nie in Deutschland so wohl gefühlt wie seit September letzten Jahres und hat auch noch nie das Gefühl gehabt, dass das hier ihre Heimat ist und hatte auch noch nie das Gefühl gehabt, dass Deutschland einer der besten Orte der Welt ist. Und alles drei würde sie jetzt sagen. Und das hat das damit zu tun, dass Willkommenskultur jetzt aus einer wissenschaftlichen Reflexion kritisch gesehen werden muss, so wie es passiert ist, auch kritisch, also jetzt nicht nur kritisch, da gibt es positive Züge, aber das eindeutig Positive an dem, was da passiert ist, ist zum Beispiel, dass so jemand wie meine Mutter daraus was zieht. Und wir haben ja gerade Kübra Gümsay, ist glaube ich der Name, gehört, die ja auch Ähnliches berichtet hat, dass man verschiedene Dinge, zum Beispiel sowas wie Pegida, auch positiv sehen kann. Ich habe es ganz häufig gehört von Menschen, die gekränkt waren über Jahre und Jahrzehnte. Denn Rassismus ist jetzt nichts Neues in unserer Gesellschaft. Tendenziell würde ich sogar sagen, dass es mal noch schlimmer war. Aber durch Pegida fühlten sich auf einmal Menschen, die vorher still waren und es ertragen, dies haben passieren lassen, fühlten sich auf einmal veranlasst, auf die Straße zu gehen und was zu tun. Allerdings diejenigen, die darunter gelitten haben, leiden seit Jahrzehnten darunter und darüber wurde nicht gesprochen. Und deswegen kann so etwas wie Pegida oder so etwas wie eine Krise, die ausgelöst wurde von einer Fluchtbewegung, zwei Dinge, die erstmal die Gesellschaft vor Probleme stellt, kann für Betroffene eine unheimlich positive innere eine innere Genugtuung oder Zufriedenheit herstellen. Ne? Das sind dann so Einzelfälle, das ist interessant, hilft aber für das, was die Herausforderung angeht, erstmal nicht weiter. Den Satz, den ich mir von Ihnen aufgeschrieben habe, je erfolgreicher die Integration, desto mehr Feindseligkeit. Wie ist denn das zu verstehen? Jetzt sind wir doch gerade mal stolz darauf. Ja, da habe ich jetzt ein bisschen mehr Zeit als heute Morgen, das ein bisschen auszuführen.
Das ist im Prinzip auch eigentlich nichts so Spektakuläres. Hätten wir nicht in Deutschland, und da ist auch die Partei der Grünen in gewisser Weise daran beteiligt, einen Diskurs gehabt über Einwanderung über Jahrzehnte, der so ein bisschen schief stand. Also ich mache es jetzt mal plakativ und ich weiß, ich tue Ihrer Partei auch jetzt Unrecht, aber genauso tue ich der anderen auch ein bisschen sehr Unrecht. Die einen sagten, wir sind kein Einwanderungsland und pochten darauf, und die anderen meinten, Multikulti ist toll und wunderbar. Das hört 2005. Ich rede von den 70er, 80er und 90er Jahren. Und da gab es diese beiden Extreme. Und das Spannende an den beiden Extremen ist, dass die eigentlich sich in den wesentlichen Dingen einig waren. Nämlich keine aktive Integrationspolitik. Bis zum Jahr, ich würde sagen, ab Ende der 90er ging es so langsam los. Dann unterstellte man immer, dass die Gesellschaft sich nicht verändern wird. Also entweder man ist kein Einwanderungsland, dann wird sich nichts verändern. Oder Multikulti ist toll, dann können die bleiben, wie die sind und wir bleiben, wie wir sind. Zumindest wurde das suggeriert. Es geht nicht darum, dass sie das so gemeint haben. So wurde es verstanden. Der Diskurs lief so, wenn Sie Medienanalysen, besonders der Printmedien der letzten Jahrzehnte machen, das wurde suggeriert und niemand hat sich dagegen gestellt. Und das Dritte war, und auch das ist ein ganz starker Strang des Diskurses, Harmonie steht am Ende erfolgreicher Einwanderung, wenn sie denn stattfindet. Und aktive Integrationspolitik machen wir mittlerweile auch sehr erfolgreich, messbar erfolgreich. Die Gesellschaft verändert sich, zumindest die Eliten, politischen Eliten haben das begriffen, Teile der Bevölkerung kommen da noch nicht ganz mit. Das führt zu Ängsten und so weiter, die man ernst nehmen muss. Aber das Dritte, dass gelungene Integration eben nicht zu einer harmonischen Gesellschaft führt, das ist etwas, was noch vollständig nicht reflektiert ist. Denn gelungene Integration bedeutet, dass mehr Menschen ihre Bedürfnisse äußern, mehr Menschen ihre Interessen äußern, mehr Menschen die Fähigkeit haben, mitzumachen und dadurch alles Mögliche komplexer, komplizierter, dynamischer, auch chaotischer wird. Aber alles, was ich gerade aufgezählt habe, kann man, wenn man pessimistisch an die Sache herangeht, als Problem sehen. Oder man kann einfach sagen, das bringt sozusagen Action ins Spiel. Und aus dieser Action kann, wenn man konstruktiv damit umgeht, Innovation und Fortschritt entstehen. Allerdings der gleiche Treibstoff kann auch, wenn man destruktiv damit umgeht, zu dem genauen Gegenteil führen, bis hin zu schlimmen Konflikten. Konstruktive. Ja. Ja, Frau Löhrmann, gerne. Also ich glaube, ich finde das ja interessant und ich schätze Sie auch sehr. Ich glaube aber, dass die soziale Dimension, die dahinter steht, nicht erfasst. Ich glaube auch, ein AfD-Wähler freut sich am Erfolg der Fußballmannschaft, die er selber vielleicht gut findet, auch wenn da Migranten drin sind. Und ich glaube, wir müssen, und der Konkurrenz, ich glaube, niemand hat was dagegen, weil die Fußballspieler sind so weit weg, dass man selber nicht davon betroffen ist, dass es dass sozusagen Migranten in den Fußballmannschaften mitspielen. Aber die Leute haben Angst, dass ihnen was weggenommen wird und deswegen müssen wir diese Vorurteile bekämpfen und müssen daran arbeiten. Ja, ich könnte das jetzt versuchen, ganz politisch korrekt, dann dauert das ganz ewig. Natürlich sind das Deutsche, das ist ja gar nicht die Frage, sondern es geht darum, welche Verteilungskämpfe finden in unserer Gesellschaft statt. Und das ist eben auch ganz massiv eine soziale Frage. Und mir macht Sorgen, dass in Deutschland eben von den Chancen, wir sehen die Chancen und wir sehen die Herausforderungen, wir wollen diese Einwanderungsgesellschaft gestalten, wir wollen Rechtssätze schaffen, dass das natürlich Deutsche sind und dass die dazugehören, dass das nicht in Frage steht, da haben wir keinen Dissens, bitte. Aber es geht ja darum, dass wir die Mehrheitsfähigkeit dieses Bewusstseins, dass wir Einwanderungsgesellschaft sind, im Moment, dass die auf dem Spiel stehen, dass wir an einem Scheideweg sind. Und weil Recht haben alleine ja nicht reicht, das wissen wir doch aus anderen Diskursen.
Und dass es deswegen so wichtig ist, einerseits Aufklärung zu betreiben, andererseits Begegnung zu schaffen und andererseits an diesen Grundsätzen, die in unserem Grundgesetz stehen, Chancengleichheit, die Würde des Menschen und nicht des deutschen Menschen, ist unantastbar, dass wir diese Grundsätze im Moment verteidigen müssen, damit wir die Mehrheitsfähigkeit und Gestaltungsfähigkeit nicht verlieren. Und da gehört eben ganz viel Anstrengendes dazu. Da bin ich ja wieder bei Ihnen. Aber ich finde, wir dürfen jetzt nicht einen Alarmismus befördern, der die Mehrheitsfähigkeit erst recht gefährdet. So, und das ist die Schwierigkeit, an der wir stehen. Aber Herr Elmar Falani, wenn ich Sie richtig verstanden habe, beziehungsweise hätte ich gerne noch mal erklärt, welchen Schalter wir da umlegen müssen in unseren Köpfen, weil Sie sagten, wir müssen ja weg von dieser Denke mit der Harmonie und mit allem. Was sagen Sie denen alle, die tagtäglich mit den Flüchtlingen, mit Migranten zu tun haben? Welchen Schalter meinen Sie? Was die tagtägliche Arbeit mit Migranten zu tun hat, bin ich der falsche Ansprechpartner. Aber wenn wir sagen, Willkommenskultur ist erstmal eine gute Sache, dann ist das, was man jetzt ergänzen müsste, wenn man meiner These folgt, wir brauchen auch Streitkultur. Und zwar Streitkultur, damit gar nicht erst Menschen zu sehr das Gefühl haben, dass bestimmte Themen gar nicht erst angesprochen werden. Also einmal für die eine Seite, die glaubt, es wäre alles eine Verschwörung, was tatsächlich besorgniserregend ist, wie stark das zunimmt, aber auch auf die andere Seite hin bezogene Streitkultur, dass wir über alle möglichen Themen sprechen, aber jedem klar ist, dass die Regeln so sind, dass wir über Themen sprechen und nicht über die Rechtmäßigkeit von Bedürfnissen von Menschen oder gar die Existenzberechtigung von Menschen oder Gruppen in Zweifel ziehen. Also dass wir praktisch, und das scheint nicht mehr gegeben, so eine Art allgemeinen Konsens, was die Grundlage ist von Diskussionen. Und das ist tatsächlich wirklich nicht gegeben. Das sieht man dann, wenn eine Moschee gebaut werden soll oder irgendwas, was eben störend ist. Da kommen ganz selten Bürgermeister oder Oberbürgermeister und sagen, also eine wird jetzt auf jeden Fall gebaut. Das wäre nämlich eine sinnvolle, jetzt mal praktische Variante. Es wird eine gebaut, denn ein Teil meiner Bevölkerung will das. Wo sie gebaut wird, das kann jetzt, können jetzt, die können einen Antrag stellen, dann prüfen wir das nach Baurecht, oder die Stadtgesellschaft wird sich einig. Wenn das Signal ausgesendet wird, ihr könnt alle gemeinsam Einfluss nehmen, wir diskutieren zusammen und dann, wenn das alles rechtlich so geht, dann das ist anstrengend, aber das wäre so etwas. Oder man lässt es einfach irgendwie laufen und dann entsteht ein Streit, der relativ regelfrei ist und dann sieht man, wie innerhalb der Gesellschaft dann bestimmte chaotische Zustände dann entstehen, wo jeder dann meint, sagen zu können, was er möchte und. Und das verschlechtert die Stimmung eindeutig. Also Streitkultur ist jetzt ein allgemeiner Begriff, sozusagen ein Regelwerk, wie man damit umgeht, dass verschiedene Menschen in der deutschen Gesellschaft, und je besser sie integriert sind, desto wahrscheinlicher, ihre Bedürfnisse äußern. Und durchaus, wie das halt so ist, wie das weiß jeder, der Kinder hat, die haben dann einen eigenen Kopf, die machen, was sie wollen. Und genauso ist es ja auch gut. Das führt dazu, dass wir mehr Reibungspunkte haben. Und für diese Reibungspunkte brauchen wir Regeln. Ich glaube nämlich nicht Diskurse und Regeln für die Art und Weise, wie wir Diskurse uns vorstellen. Also das einmal für die Art, wie wir darüber sprechen. Und dann kann man noch einen Schritt weiter gehen. Der Rat für Migration, den Andreas Zick schon angesprochen hat, plädiert schon seit langem dafür, dass wir auch so etwas brauchen, also so eine Art Orientierung brauchen für die gesamte Gesellschaft. Also so ein Leitbild, also Leitkultur, brauchen wir hier nicht drüber reden, ist wirklich Quatsch. Wir kriegen keine zwei Flensburger mit zwei Passauern zusammen, die sich auf irgendwas einigen, was dann eine Leitkultur für ganz Deutschland sein kann. Aber wir können ein Leitbild für die Zukunft entwickeln, denn die Zukunft, die ist tatsächlich ernsthaft gestaltbar, wohingegen wir unser Bild von der Vergangenheit und unsere Lebenspraxis in der Gegenwart, da werden wir wenig Schnittpunkte finden. Das wird eher frustrierend sein, wenn wir da eine Leitkultur identifizieren wollen, die auch noch konkret ausformuliert ist. Aber ein Leitbild für die Zukunft, so eine gut gemachte Agenda 2010, nur eben Agenda 2030 oder was weiß ich was, die nicht sozialpolitisch ist, sondern die ganze Gesellschaft umfasst, an der nicht so viele Politiker beteiligt sein sollten, besonders keine Regierungsangehörigen, besonders keine in Regierungsverantwortung, sondern tatsächlich, das kann man mit Enquete-Kommission oder anders machen, aber in jedem Fall aus der Gesellschaft heraus eine Vorstellung davon, wie die Zukunft der Gesellschaft sein sollte. Und dann wird man nämlich sehen, dass an bestimmten Punkten man sich nicht einig wird und dann weiß man genau, was die wichtigen Themen sind, zumindest innenpolitisch für die Zukunft.
Dankeschön. Ja. Ich habe schon gemerkt, links von mir wird es unruhig. Sie möchten dazu was sagen. Was haben Sie für Visionen, wenn Sie das hören? Ja, ich habe vor einem halben Jahr, ich habe drei Werke. Eines in Nordrhein-Westfalen, eines in Thüringen und eines in Polen. Und da habe ich auch über Willkommenskultur diskutiert. Ich habe die selbst veranstaltet, deswegen konnte ich eine Stunde diskutieren. Und der Betriebsrat hat mir das Wort nicht abgeschnitten, was sonst tun würde vielleicht. In Thüringen habe ich am Ende der Diskussion vielleicht 70% Zustimmung gehabt, in Nordrhein-Westfalen, in Thüringen maximal 50%. Wir haben nicht abstimmen lassen, aber gefühlt. Und ich glaube, mein Gefühl war da ziemlich richtig. In Stettin vielleicht 5%. Und da war auch nur Willkommenskultur da, wenn der Asylant noch katholisch und einen polnischen Vornamen hat. Das war dann sehr eingeschränkt. Auch das muss man wissen natürlich. Und was wir tun müssen, ist natürlich, solche Diskussionen so zu führen, dass sie eine Mehrheit finden. Denn wir brauchen die Mehrheit dafür. Und deswegen muss man diskutieren, muss auch einige unangenehme Dinge in Kauf nehmen. Das fällt mir auch nicht immer ganz einfach, denn da hält keiner den Mund. Da melden die sich schon zu Wort. Und ich glaube, dieser Diskussion müssen wir uns stellen. Denn ohne Mehrheit in der Bevölkerung können wir alles vergessen. Wir brauchen eine gefühlte Mehrheit und müssen auch viele Dinge erklären und müssen auch das intensiv und mehr intensiv tun, als wir bisher getan haben. Frau Koch, ich habe gelesen, Sie gehen ja raus und Sie haben aber mit beiden zu tun, nämlich mit Flüchtlingen, mit Zugewanderten und auch mit den Bürgern in der Stadt. Sie sind da in der Mitte. Wenn Sie das hören, mit Schalter umlegen, ist das so? Also sind die Deutschen, ich nenne es jetzt einfach mal so, so schwierig im Umgang mit den zugewanderten Flüchtlingen oder eingewanderten Flüchtlingen? Was erleben Sie im Alltag, wenn Sie jetzt seine Theorie hören und das auf sich runterrechnen? Also ob die Deutschen schwierig sind, kann ich jetzt nicht sagen, aber die Düsseldorferinnen und Düsseldorfer sind überhaupt gar nicht schwierig. Die wollen einfach nur wissen, was passiert. Die wollen ganz viel Informationen haben, wer kommt, aus welchen Ländern, was machen die den ganzen Tag, wo sind die untergebracht, wie sieht das aus? Und dann macht man eben das, was Informationen bringt. Ich gehe raus, tatsächlich. Ich habe zwar ein Büro, da bin ich aber äußerst selten. Meine Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter haben alle Fotos von mir auf den Schreibtischen, weil wir uns sonst wirklich selten sehen. Wir machen die Informationsveranstaltungen überall da, wo wir aktiv werden in den Stadtbezirken. Das ist eine aufwendige Arbeit und das sind manchmal auch immer dieselben Fragen. Aber das ist einfach total wichtig, dass alle Menschen das Gefühl haben in Düsseldorf, egal welche Frage ich jetzt stelle, ich werde ernst genommen. Und was uns in Düsseldorf geholfen hat, war, dass das Thema Flüchtlinge ein Gesicht bekommen hat. Das war jetzt meins. Und das hat unglaublich viel nach vorne gebracht. Bei den Menschen, die ich treffe, die bei uns in den kommunalen Unterbringungen wohnen, da geht es um was ganz anderes. Die wollen wissen, wann fängt mein Sprachkurs an, wann kann ich arbeiten. Wir haben in Düsseldorf den ersten Integration Point in NRW gehabt. Damit haben wir ein großes Glück gehabt, weil solche Fragen, was macht denn jemand, der eine Ausbildung machen will oder ein Betrieb, der ein Praktikum anbieten will, die können wir jetzt alle zur Arbeitsagentur schicken. Das hilft. Ich glaube wirklich, das Wichtigste ist, mit allen darüber zu reden und das, was man als Verwaltung nun mal vorhat, offen auf den Tisch zu legen. Wir haben nichts zu verbergen. Wir haben eine Zahl, die wir nennen können. Wir wissen, was wir in diesem Jahr tun müssen, was zahlenmäßig auf uns zukommt. Und das muss man einfach miteinander besprechen. Ich finde, erste Aufgabe von Politik, und ich bin quasi auch so ein bisschen zwischen Verwaltung und Politik, natürlich bin ich Teil der städtischen Verwaltung, aber ich kenne Politik aus kommunalpolitischer Erfahrung. Politik muss Zuversicht verbreiten. Ich versuche unaufgeregt einfach den Leuten zu vermitteln, was jetzt in diesem Jahr auf sie zukommt und denen aber auch zu sagen, dass wir das im Griff haben, dass wir alle Angebote machen, die wir machen können, um für die neuen Nachbarinnen und Nachbarn, aber auch für die Alten, das so gut wie möglich zu handeln. Und ganz oft ist es so, da wo wir hinkommen und ankündigen, was wir tun, ist die Aufregung groß. Wenn dann die Leute erstmal eingezogen sind, dann geht man 3-4 Monate später wieder hin und dann geht es vielleicht noch um eine Mülltrennung oder vielleicht noch um ein kleines Lärmproblem. Dann geht das immer sehr schnell mit Begegnung, dass dann klar ist, wir reden, haben theoretisch über Flüchtlinge geredet,
geredet, das war eine große Menge, völlig anonym. Ich versuche dann immer Gesichter zu vermitteln und Geschichten zu erzählen von dem jungen Mann aus Guinea, der bei uns am Berufskolleg ist und dann eine Ausbildung jetzt zum Sozialassistenten macht, oder von der syrischen Familie, deren Kinder in die Kita gekommen sind in Düsseldorf und die schon jetzt besser Deutsch sprechen als ihre Eltern. Also man muss einfach Geschichten erzählen, Bilder vermitteln, damit diese große Masse Flüchtling nicht Ängste schürt. Und wenn man die Leute kennenlernt, dann glaube ich, und Informationen bekommt, dann läuft das alles ziemlich, kann das ziemlich gut laufen. Wenn Sie jetzt so den Tag reflektieren, eine Veranstaltung wie diese, sind Sie da jetzt heute mehr die Gebende gewesen oder nehmen Sie auch was mit? Naja, ich nehme überall ja da was mit, wo ich merke, dass wir genau das Richtige tun. Also letztes Jahr war es doch einfach. Letztes Jahr wurden die Flüchtlinge auf dem Bahnhof mit Kuscheltieren beworfen. Dieses Jahr wird es schwierig. Und deswegen sind solche Veranstaltungen für mich auch wirklich wichtig, weil ich habe immer das Gefühl, dass ich eigentlich den richtigen Job habe. Aber bei solchen, an solchen Tagen weiß ich, wir sind richtig unterwegs. Es steht außer Frage, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Und das, was mir ein bisschen Sorgen macht, im Sommer hatte ich halt das Gefühl, das Dublin-System wird abgeschafft. Wir bewegen uns wirklich auf ein offenes Europa zu. Und Europa wird sich auch zusammenreißen. Und wir werden es schaffen, dass es vielleicht auch zu einer gerechten Verteilung kommt. Das macht mir jetzt wirklich ein bisschen Sorge, weil ich habe das Gefühl, es läuft jetzt alles wirklich in eine sehr restriktive Richtung. Ich war schon bei den Abgeordneten der Grünen, die gegen das letzte Asylpaket gestimmt haben. Ich finde es sehr schwierig, in welche Richtung das im Moment geht. Aber solche Tage geben mir auch sehr viel und ich habe eine Zuversicht, dass wir auf dem richtigen Weg sind. Jedenfalls, was die grünen Inhalte betrifft und was das betrifft, was wir in den Kommunen machen, nämlich jeden Tag Integration und gelebte Begegnung. Hat eine andere Kommune schon mal gefragt, um sie kennenzulernen und zu fragen, hey, wir möchten das auch? Ja, also viele Kommunen haben tatsächlich das auch überlegt, ob sie das so machen. Das ist ja total unterschiedlich organisiert. Manchmal ist das Thema bei einem Dezernenten, einer Dezernentin angeordnet. Es gibt manchmal Stabsstellen. Düsseldorf hat den Luxus, oder ich habe den Luxus, ich mache wirklich nur Flüchtlingspolitik. Ich mache nichts anderes. Und das ist schon ein großer Luxus für mich und für die Stadt. Wir fangen jetzt an, uns in der Region zu vernetzen, weil auch andere Kommunen ähnliche Fachbereiche eingerichtet haben oder eben Personen installiert haben. Aber das ist schon gut, wenn man das wirklich ausschließlich machen kann. Mir wurde schon gerade auf die Schulter geklopft, wir müssen zum Schluss kommen und ich habe noch so viele Fragen. Frau Löhrmann, ich habe nämlich gelesen, Sie haben plötzlich mehr Geld bekommen, Sie haben einen höheren Etat. Was machen Sie denn damit? Großer Jubel oder Verzweiflung? Na schon, Jubel ist vielleicht nicht das richtige Wort, aber ich bin natürlich schon sehr, sehr zufrieden, dass wir wirklich genau berechnet, kalkuliert auf die circa 40.000 zusätzlichen schulpflichtigen Kinder, die wir haben werden, fürs letzte und für dieses Jahr 5.766 zusätzliche Lehrerstellen bekommen haben. Und von diesen für das Jahr 2015 sind es 3.600. Die sind auch besetzt worden mit Lehrerinnen und Lehrern. Der Bayerische Philologenverbandsvertreter hat das nicht so richtig geglaubt. Ist ihm dann aber von der GEW, die ist, glaube ich, unverdächtig, mir einfach nach dem Mund zu reden, bestätigt auf der Didakta und gesagt, doch, das sind wirklich neue Lehrerinnen und Lehrer. Und das ist gut, weil mit Bildung Integration gelingt. Und dann sage ich noch was Schönes, was ich erlebt habe, auch hat nicht ich gesagt, sondern hat mir gestern am Stand, wo es herkunftssprachliche Bilderbücher und andere Dinge, gute Infos gab, da hat mir jemand gesagt, die neuen Lehrer, die Lehrer bei uns in der Schule, die wollen jetzt alle in die Klassen mit den Flüchtlingskindern, weil die so motiviert sind und weil die so gerne lernen und das, auch das ist richtig ansteckend. Also da sage ich, das zeigt Zuversicht. Ja, ich finde das ganz wichtig, bei aller Sorge, ob und wie das alles geht, dass wir doch merken, es passiert ganz viel positive Veränderungen.
Und die Gesellschaft, wir haben einen Großteil der Gesellschaft mit an unserer Seite, aber wir müssen eben, das finde ich schon immer noch wieder wichtig, wir können mit guten Geschichten und guten Beispielen um das Positive kämpfen. Wir sind noch lange nicht am Ziel und es kann sein, dass wir noch mehr Lehrerstellen beschließen müssen. Es kann auch sein, dass wir vielleicht überlegen müssen, wie aktivieren wir noch andere. Im Moment haben wir da aber im Vergleich zu anderen Bundesländern wirklich eine ganz gute Situation. Und das trägt natürlich auch dazu bei, dass die Stimmung positiv bleibt. Und da bin ich natürlich sehr froh drüber. Ja, Frau Bär, darf ich noch? Oder? Ja, ich dachte auch nach so einem langen Tag mit so viel Information, dass Sie auch alle müde sind. Und jetzt ist es doch nochmal richtig spannend geworden. Also da möchte ich mich ganz herzlich bedanken. Ich hoffe, Sie nehmen ein bisschen was mit von denjenigen, die hier das Gespräch mit mir bestritten haben. Und wünsche Ihnen natürlich einen wunderbaren Nachhauseweg, einen tollen Sonntag, einen schönen Samstagabend.